So, und willkommen beim ersten Solo-Let's Play von mir. Mit Minecraft natürlich. So, wo fange ich denn an? Also, Texture Pack ist das Fateful Texture Pack natürlich ein wenig verändert, um meine Mods anzupassen. Was spielen wir genau? Das ist die Frage. Survival natürlich. Jetzt seht ihr auch gleich schon, wo der Hauptmerkmal liegt, falls ihr es nicht schon am Titel gesehen habt, der Biosphäre-Mod. So, dazu kommen wir gleich. Wie nennen wir die Welt denn? Ganz einfach, Let's Play. Einfach, simpel. Ups, das war das Lied. Passiert. Keiner gesehen. Let's Play Welt. So, wir spielen natürlich Survival. Und hoffen, dass wir die Welt auch richtig starten und nicht irgendwo in einem Sumpf landen oder im Nether. Das ist alles möglich mit dem Biosphäre-Mod. Der fügt kleine kapselartige Gebiete in Minecraft ein. Sehen wir natürlich gleich alles. Wenn es denn mal lädt. Ah, da sind wir natürlich. Und ich hab's geahnt. Och nö. Frames, hallo. Na, das BMW ist ganz einfach. Raus. Rein, hier soll's sein. Schade. Ja, daneben nicht. Aber ich glaube, ouch, einmal nicht zu viel rennen. Diese hübschen Blümchen sind auch aus einem Mod. So kommen wir aber. Okay. Kein einziger Baum. Ja. Nochmal. Also kein Baum, das geht gar nicht. Wie sollen wir uns denn so Werkzeug machen? Weg damit. Welt kreieren. Let's Play Welt. Biosphäre. Jetzt aber ein paar Bäume. Ohne Bäume nix Holz. So, für alle, die meinen Kanal schon abonniert hatten und jetzt gehofft haben, Ticket geht weiter, muss ich sie erstmal enttäuschen. Wir haben zu dritt beschlossen, Ticket erstmal auf Eis zu legen, bis wir wissen, dass Ticket wirklich fortgesetzt wird. Alternativ wird natürlich etwas anderes folgen. Das ist auch schon in Planung. Doch kein Sumpf. Kein Dschungel. Das laggt mir zu viel. Wir fliegen einfach mal darüber. Sieht keiner. So. Noch ein drittes Mal zustellen. Hier stehen wir auf Rezept-Mode. Das ist Nothing Not Item. Ist zum Anschauen der Rezepte zum Beispiel. Wenn wir hier auf, keine Ahnung, TNT gehen, ja, sehen wir das Rezept. Ist ganz simpel und praktisch. Na gut, fange ich einfach mal an und erzähle dabei. Also, worum geht es in diesem Let's Play? Ich will, weil sich das scheinbar nicht wirklich jemand traut, einfach mal in dieser Biosphäre leben, bauen, werkeln, was auch immer.
ist ein wenig hinderlich. Was heißt hinderlich? Wenig komplizierter als normal. Weil man eben nicht so leicht an die Ressourcen herankommt. Es sind einige Mods drin. Also für alle, die Tekkit Wahnsinn wegen Buildcraft, Industrial Craft geguckt haben. Ich würde mich freuen, wenn ihr hier weiterguckt. Ich werde auf jeden Fall da weiter bauen, werkeln, wenn ihr Ideen habt oder Vorschläge, was ihr sehen wollt. Einfach her damit. Wenn jetzt einer kommt, baue einen Atomreaktor. Nein. Ich habe kein Uran, wie ihr seht. Aber erstmal Grund zum Biosphäre-Mod, bevor wir zu den anderen Mods kommen. Hallo Kuh. Cool. Das ist selten, dass Tiere drin sind. Wie gesagt, man startet in so kleinen Kapseln. Die sind in verschiedenen Abständen. Drüben ist wieder eine. Normalerweise sind hier auch Brücken, die ich allerdings niedergerissen habe. Also in der Config ausgestellt. Weil ich das irgendwie herausfordernder finde. Wenn man sich extra noch rüberbauen muss, als wenn man langweilig über eine Brücke geht. Das kann doch jeder. Ich hoffe, das mit dem Minecraft-Sound funktioniert auch. Also wenn ihr jetzt keinen Minecraft-Sound habt, das habt ihr nicht gehört, dann war die Tonspur doch kaputt. Ja, ich mag meinen Rechner nicht. Teuer, aber Müll. So ist das halt. So, weiter zum Biosphäre-Mod. So, next. Man hat halt diese kleinen Biosphären, die halb voller Luft sind, mit einem Glasdach drauf, wie ihr seht, überall Glas. Und die andere Hälfte ist Stein plus Ressourcen. Das heißt, alles, was ich an Ressourcen finde, ist in dieser kleinen Hälfte da. Ja, das wird ein bisschen mühselig, könnte ich mir vorstellen. Aber dafür habe ich ja Industrial Craft, Macerator, ihr wisst Bescheid. Mal sehen. So, jetzt hacken wir erstmal ein wenig Holz. Ja, cool, ist gut. Ich werde, wie gesagt, weiter mit Industrial Craft, Buildcraft machen. Habt aber ein bisschen Geduld, auch die Ressourcen. Ich habe auch alternativ noch einen anderen Mod eingebaut, falls das mit den Ressourcen hier gar nicht klappt. Nennt sich Mistcraft. Wenn es soweit ist, werde ich es erklären. Bis dahin muss der Name reichen. So, genug Holz. Ach so, spielen wir eigentlich auf hart, richtig. Alles andere wäre langweilig. Will auch mal sterben. So. Fangen wir am besten an, uns irgendwo ein Haus hinzusetzen, wollte ich fast sagen. Auch ein bisschen Stein. Die Schicht, die oberste Schicht bei den Biosphären ist dort zum Beispiel Sand. Das heißt zwei Ebenen Sand. In dieser hier ist es Erde. Wo sind wir denn? Wir sind auf einer... in einem Tiger-Biom. Okay. Das heißt Tiger. Heißt, ist Erde. Es gibt auch Nether-Biome. Wo ist meine Werkbank? Nö. Sekunde. Die muss jetzt erstmal her. Wo bist du? Hallo? Werkbänkchen? Da versteckst du dich. Komm doch mit. Weiter geht's. Also es gibt alle möglichen Biome, die durch diesen Mod in der normalen Welt erstellt werden. Von Pilzbiom über Sand, Dschungel habt ihr ja vorhin schon gesehen. Es gibt eigentlich alles. Ich wüsste nicht, was es nicht gibt. So, eine kleine Spitzhacke. Sehr schön. Das Texturenpack habe ich ein kleines bisschen angepasst, wie man es vielleicht am Stein schon sieht. Oder auch an dem Holz. Weil ich zwar Fateful okay finde, aber perfekt ist es auch nicht, nach meiner Meinung.
So, ein paar Steine. Welche Items habe ich denn noch drin? Bundle Craft, Industrial Craft. Ein paar kleine geheime Mods, die man nach und nach sehen wird, die ich ganz lustig fand. So, wie machen wir das denn? Ach, erstmal hier so ein kleines Hütchen. Die erste Nacht wird Horror. Vermute ich mal zumindest. Na komm, machen wir eine Steinspitze. Steinaxt. Wir haben es ja. Oh, da wird's dunkel. Nicht gut. Schnell weg. Baum. Stirb, Baum. Los. Zu. Schneller. Ja, egal, jetzt kleines Hütchen. Müssen uns nur verbarrikadieren können. So, ist noch eine Tür. Die erste Nacht ist halt immer schlimm. Hier besonders im Biosphäre-Mod. Alle Blümchen. Die brauchen wir später alle. Daraus kriegen wir Farbe. Können wir auch anbauen. Zeit, weil Lapis und sowas hier auch ein wenig selten ist, damit ich auch an Blau herankomme. Ich weiß nicht, ob wir in der ersten Nacht gleich ein paar Spinnen töten sollten, aber ich glaube eher nicht. Deswegen werde ich die erste Nacht langweilig in dem Häuschen verbringen. Schneid das raus. Dann geht er schon. Oder noch besser. Ich mache da Schluss. Die zweite Folge geht dann weiter. Machen wir das so. Ich hoffe, ihr wollt's gucken. Nicht? Ja, mir auch egal. Da seht ihr schon. Ziemlich gefährlich hier rumzubauen. Ein falscher Schritt und weg ist man. Ups. So genau. So. Das beste Haus der ganzen Minecraft-Welt. Auf jeden Fall. So. Dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns am nächsten Tag. Auch wenn die Sonne irgendwie doch nicht so schnell untergeht. Oh. Fehlgenommen. Ja, egal. Trotzdem. Ich hoffe, euch interessiert das Let's Play einigermaßen. Ansonsten wegschalten, ausschalten. Gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.